Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Great Fireworks, und willkommen zu diesem Informationsvideo über das Burning Airfield. Und ja, für die Leute, die nicht wissen, was das Burning Airfield ist, das ist eine, ja, sagen wir, eine Veranstaltung für Pyros und, ja, Hobbyfeuerwerker oder wie man es auch nennen will. ja, an diesem Video zeige ich, also in diesem Video zeige ich euch, ja, die Karten. Also sind heute angekommen, waren eben im Briefkasten. Und ja, die, packe ich jetzt gleich aus und dann erzähle ich noch ein bisschen übers Event und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, Karten sind ausgepackt und ja, so sehen die Karten aus. Sind relativ groß, also jetzt im Vergleich hier zu meiner Hand. Ja, das sind die Eintrittskarte, hat im Vorverkauf 8 Euro gekostet. Und ja, an der Abendkasse, wenn es denn noch Tickets gibt, kosten die dann 10er. Ich hab sie mir im Vorverkauf geholt und ja, wo ihr die Tickets noch bekommen könnt im Vorverkauf, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, das ganze Festival ist von Explosive Arts und vom Flugplatz Bohmte im Bad Essen, da wo auch das Festival stattfinden wird. Ich sag Festival, wo das stattfinden wird, dieses Event. Und ja, wenn wir noch einmal umdrehen, steht hier drauf, was es uns erwartet. So, und zwar ein kulinarisches wie Burger, Spanferkel, Pommes und asiatische Köstlichkeiten, das heißt, es gibt auch schön was zu essen. Und ja, dann gibt es ein Vorschießen für Silvester von Evolution Fireworks, Katan und Explode. Dann gibt es noch ein Vorschießen vom professionellen Kat 4 Feuerwerk, und zwar von Pyronea, von Klasek, JGW Bergholz und Pyromondo. Dann gibt es eine gigantische musiksynchrone Abschlussshow von Explosive Arts. Dann gibt es noch einen Infostand zur Pilotenausbildung und Modellflugvorführung, weil das Ganze findet auf dem Flugplatz statt, bei Osnabrück in Bad Essen. Kann man auch hier sehen. Yep. Und ja, anschließend gibt es eine Hangarparty mit einem DJ, dies, das. Wer alles da sein wird, werden natürlich ich sein. Ich werde da sein. Es wird Pyro Extrem da sein. Es wird Silvester 2K da sein. Fireworks and Balloons wird da sein. Pyro Kobold ist da. Wahrscheinlich auch, ich glaube, Extreme Fireworker 4 und so weiter, Peppy, Lifestyle Pyro, alle sind da. Ja Leute, ich kann euch auf jeden Fall es euch ans Herz legen, es gibt nicht mehr viele Karten. Holt euch die Karten, Link in der Videobeschreibung, und dann sehen wir uns am 15.09.2018 ab 18 Uhr in Bad Essen. Und ja, haut rein, Daumen hoch, abonnieren, schreibt in die Kommentare, was ihr so, ob ihr schon bestellt habt oder sonstiges, ob ihr letztes Jahr schon dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.